Und ich habe auch noch nicht wirklich einen Bookboyfriend. Dieses Buch hat mich schon wieder glücklich gemacht. Dieses Buch hat mich schon wieder sprachlos gemacht. Dieses Buch hat mich traurig gemacht. Ich liebe mein 1 und 2. Ich liebe diese Bücher und ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, 2018 diese Bücher nicht richtig gewürdigt. Ich markiere gefühlt das halbe Buch. Ich blätter nachher mal durch mein Buch durch. Ich bin einfach zu schockiert, um zu heulen. Ganz ehrlich, ich bin einfach zu schockiert. Das muss man auch erstmal hinkriegen, dass ich zu schockiert bin, um zu heulen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das meint sie jetzt nicht ernst. Ich hocke wieder in meinem Sessel. Und was tue ich normalerweise in diesem Sessel? Ja, heulen. Das ist nicht umsonst mein Heulsessel. Ich habe gerade was gelesen. Kannst du nicht einfach aufhören, mir das Herz zu brechen? Ganz ehrlich. Ich bin hier. Ich bin hier. Und ein nervliches Frau. Tun wir jetzt einfach mal so, als hätte ich nicht vergessen, dass ich dieses Video drehe. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich mich zuletzt gemeldet habe, aber ich habe keine Ahnung, welche Zeit das ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Keine Ahnung, wann ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier wird der Sarah liest endlich Throne of Glass weiter, nachdem sie es vor 2 Jahren pausiert hat. Vlog, Dingens, Bummens, was auch immer. Ich weiß nicht, wie ich es nenne. Jedenfalls werde ich in diesem Video die Throne of Glass Reihe von Sarah J. Maas lesen. Und ich habe jetzt mit Band 1 angefangen. Ich bin auf Seite 54. Und das ist ein Reread, weil ich habe vor 2 Jahren den ersten und den zweiten Teil schon mal gelesen. Und ja, ich habe vor 2 Jahren diese Reihe pausiert. Fragt mich nicht, warum. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr die ganze Reihe zu lesen. Am Stück, soweit es geht. Es gibt zwei Bücher, die sich dazwischen geschlichen haben. Aber ansonsten versuche ich, diese Reihe am Stück zu lesen. Und eigentlich hatte ich vor, direkt mit dem dritten Teil weiterzumachen. Weil ich habe gedacht, ich weiß noch genug, dass mir die Booktalks von Christine reichen. Nee, haben sie nicht. Also ich habe wirklich so viel von diesen Büchern vergessen. Ich weiß fast nichts mehr, was in diesen Büchern passiert ist. Sehr wahrscheinlich liegt es daran, dass ich diese Bücher vor 2 Jahren gelesen habe in meiner Lern- und Prüfungsphase von meinen Abschlussprüfungen. Da hatte mein Gehirn so das Gefühl, Throne of Glass? Nee, wir haben jetzt Wichtigeres zu speichern. Also ja, ich weiß wirklich fast nichts mehr, was in Throne of Glass passiert ist. Ich merke es jetzt schon auf den ersten 54 Seiten. Ich bin einfach so, oh mein Gott, ich lese dieses Buch zum ersten Mal. Fast. An manche Dinge kann ich mich noch erinnern, aber halt nicht mehr so an die Details. Und ich weiß, dass es hier drin wichtige Details gibt. Und an die kann ich mich halt nicht mehr erinnern. Und deshalb werde ich mein 1 und 2 rereaden. Ganz ehrlich, ich habe auch vergessen, wie blutrünstig Selena ist. Also ich spreche sie Selena aus. Also bei Sarah J. Maas ist es ja so, sie hat Charakternamen, bei denen weiß man nie, wie man sie aussprechen soll. Manchmal habe ich das Gefühl, sie lässt einfach eine Katze über die Tastatur laufen und dann denkt sie, okay, das ist der nächste Charaktername. Also ich spreche sie Selena Sardothian aus. Dorian spreche ich Dorian aus. Kaol ist Kaol. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Typen ausspricht. Dann weiß ich, dass es noch eine Nehemia gibt. Nehemia? Ja. Und wen gibt's denn noch? Arabin gibt's noch? Arabin? Ich habe keine Ahnung, ob ich diese Menschen richtig ausspreche. Und ich weiß, dass es ab dem dritten Teil noch einen Rowan geben wird. Auf den freue ich mich so. Ich habe den noch nicht kennengelernt, weil ich habe ja eben erst Band 1 und 2 gelesen, aber ich habe schon so viel von Rowan gehört und wie toll Rowan sein soll. Und ich freue mich auf Rowan. Und ich habe auch schon sehr oft gehört, dass diese Reihe so ab Band 3 so richtig abgeht. Und ich muss sagen, ich habe Band 1 und 2 gelesen und ich finde Band 1 und 2 richtig gut. Aber ich finde zurzeit das Reich der Sieben Höfe immer noch besser. Und ich habe auch noch nicht wirklich einen Bookboyfriend. Also ich kann mich noch so vage an Kaol und Dorian erinnern, aber nicht mehr wirklich. Also ich habe bisher noch keinen Bookboyfriend, aber vielleicht ändert sich das ja, nachdem Rowan vorgekommen ist. Ich weiß es nicht. Ich habe mir sagen lassen, dass noch sehr viele Bookboyfriends kommen. Also nicht nur Rowan, Dorian und Kaol, sondern auch noch andere Bookboyfriends.
Und ich freue mich. Oh mein Gott, ich freue mich so. Und ich merke gerade, dass ich schon wieder den Faden verloren habe. Ich habe eigentlich von Selena geredet und dass sie blutrünstig ist und dass ich das cool finde, ne? Wie bin ich von Selena auf Bookboyfriends gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls wollte ich ja eigentlich sagen, dass Selena richtig blutrünstig ist und dass ich das vergessen habe. Ich habe vergessen, wie blutrünstig sie ist. Ich wusste noch, dass sie sehr von sich überzeugt ist und so eingebildet ist und so. Ich liebe diese Frau, weil das ist so eine sympathische Arroganz. Manchmal denke ich mir so, okay Mädchen, die würde glaube ich manchmal jemand gut tun, der dich wieder von deinem hohen Ross runterholt. Das Problem ist einfach, dass ihre Arroganz nicht ganz unbegründet ist. Also, ja. Was ich hoffe ist, dass im Laufe der Reihe irgendwann irgendein Charakter kommt, der besser und stärker ist als sie. Und ihr einfach so richtig eins aufs Dach geht. Das wäre so genial. Das wäre so genial. Und ich habe keine Ahnung, über was für einen Zeitraum dieses Video gehen wird. Sehr wahrscheinlich 2 Monate. Weil ich habe so Januar und Februar eingerechnet, um Throne of Glass zu lesen. Das heißt, ihr werdet dieses Video sehr wahrscheinlich im März sehen. Ich bin gerade noch die Januar-Sarah, die Throne of Glass 1 liest. Ja, aber dieses Video wird sehr wahrscheinlich so im März online kommen. Deshalb... ja, es ist so ein bisschen Zeit verschoben. Und ja, eigentlich wollte ich nur kurz sagen, dass ich auf Seite 54 in Throne of Glass bin. Und ich bin schon richtig gespannt, weil eben Band 1 und 2 finde ich richtig gut. Aber ich will wissen, warum gefühlt jeder diese Reihe so hypt und warum es so genial sein soll. Und ich habe ja auch dieses, wie heißt's, Fanbuch von Throne of Glass. Das ist ja dieses Buch hier. Das ist das Throne of Glass Fanbuch. Und hier sind so Illustrationen drin. Das ist Selena. Das ist eine der Anfangsszenen. Und ich liebe diese Anfangsszene. Das ist Kaol. Das ist Selena. Und das ist Dorian. Und diese Anfangsszene ist so genial. Und über diesen Charakter habe ich noch was zu sagen. Weil ich finde ihn richtig toll. Und irgendwie gefühlt jeder kann ihn nicht ausstehen. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob ich mich an zu wenig erinnern kann, dass ich Kaol auch nicht ausstehen kann. Aber ich weiß nicht, macht er irgendwann noch was, dass man ihn nicht mehr ausstehen kann? Ich finde ihn bisher richtig toll. Und Dorian ist auch toll. Und Selena, unsere eingebildete, hochnäsige, arrogante Frau. Ah, ich liebe sie auch. Ich werde euch in diesem Vlog einfach mitnehmen, währenddem ich Throne of Glass lese. Das ist eigentlich schon alles, was ich am Anfang sagen wollte. Und ich freue mich schon mega auf diese Bücher. Und falls ihr nicht wissen solltet, um was es in Throne of Glass geht. In Throne of Glass geht es um Selena Sardothian. Und sie ist die meistgefürchtete Assassinin im ganzen Königreich. Und sie ist in einem Gefängnis. Und dann bekommt sie die Chance vom Kronprinzen, sein Champion zu sein. Und sie soll der Champion des Königs werden. Und um dieser Champion zu werden, muss sie sich gegen andere Mitbewerber beweisen im Kampf. Und oh, das ist so gut. Und ich freue mich. Tun wir jetzt einfach mal so, als hätte ich nicht vergessen, dass ich dieses Video drehe. Tun wir jetzt einfach mal so, als hätte ich mich jetzt nicht vor 28 Tagen zuletzt gemeldet. Tun wir jetzt einfach mal nicht so, als hätte ich Band 1 bis 3 gelesen, ohne irgendein Update. Ja, ich habe mittlerweile Band 1 bis 3 von Throne of Glass gelesen. Und ich glaube, das erste Mal und auch das letzte Mal, als ich mich für dieses Video gemeldet habe, war ich irgendwie auf Seite, keine Ahnung, 60 in Throne of Glass 1. Bin ich nicht mehr? Ja, ja. Ignorieren wir einfach die Tatsache, dass ich nicht gut darin bin, Videos über eine längere Zeit zu strecken. Nein. Also ich habe mittlerweile Band 1 gereadet, Band 2 gereadet und Band 3 gelesen. Und jetzt fange ich Band 4 an und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt Band 4 anfange und wieder in diese Geschichte drin bin und dann sowieso nichts mehr drehe, drehe ich jetzt mal kurz ein Update, weil das soll ja so ein Video werden, wie ich Throne of Glass lese. Und das hat bisher ja super funktioniert. Super. Also ja, ich rede jetzt einfach mal über Band 1, 2 und 3 von Throne of Glass und wie sie mir gefallen haben und...
Ja. Von 1 und 2 habe ich ja gereadet, die habe ich 2018 gelesen. Und ich habe die ja gereadet, weil ich konnte mich an nichts mehr erinnern und ich wollte mich an alles erinnern, wenn ich den dritten Teil lese. Und das war eine sehr gute Entscheidung, weil ich glaube, wenn ich Band 1 und 2 nicht gereadet hätte, ich wäre total aufgeschmissen gewesen bei Band 3, erstens mal. Und zweitens würde ich diese Reihe, glaube ich, nicht so sehr lieben, wie ich sie jetzt liebe, wenn ich Band 1 und 2 nicht gereadet habe. Weil als ich Band 1 und 2 zum ersten Mal gelesen habe, habe ich so gedacht, jo, ist gut. Ich hab gedacht, Band 1 und 2, jo, ist gut. Und deshalb habe ich Band 3 nicht gelesen, weil, keine Ahnung, ich fand sie nur gut. Und jetzt habe ich sie eben gereadet und ich habe mir so gedacht, Alter, Sarah, wie konntest du sagen, die sind nur gut? Ich liebe Band 1 und 2. Ich liebe diese Bücher und ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, 2018 diese Bücher nicht richtig gewürdigt. Das Problem ist, glaube ich, wirklich, dass ich die in meiner Lern- und Prüfungsphase gelesen habe. Mein Gehirn hatte so das Gefühl, wir haben jetzt gerade Wichtigeres zum Speichern als Throne of Glass. Und deshalb wusste ich nicht mehr wirklich was von dieser Reihe. Und irgendwie hatte ich auch nicht so eine Beziehung zu den Charakteren, was ich gar nicht verstehen kann. Weil ich liebe jeden einzelnen von diesen Charakteren. Das sind meine Babys, ich liebe sie. Und ja, ich kann es nicht ganz verstehen, wie die 2018 Sarah denken konnte, dass Throne of Glass nur gut ist. Weil die 2020 Sarah denkt, Throne of Glass ist ein Meisterwerk. Das sieht man auch allein schon an den Post-its. Also beim ersten Mal lesen, ich hatte bei Band 1 keine Post-its. Null. Jetzt könnt ihr euch dieses Buch angucken. Und ich glaube, bei Band 2 hatte ich irgendwie 6 Post-its oder so. Ich habe diese Bücher nicht richtig gewürdigt. Ich weiß jetzt nicht ganz, was ich alles bei Band 3 sagen kann, darf, ohne zu spoilern. Aber Band 3 kommt ja sowieso erst später. Also, zuerst einmal zu Band 1 und 2. Ich war immer Team Kaon, okay? Ich oute mich jetzt als Team Kaon-Mitglied. Ich finde Dorian toll. Ich liebe Dorian mittlerweile, weil schon allein nur seine Entwicklung jetzt bis zum vierten Teil. So genial. Aber in Band 1 und 2 war ich einfach Team Kaon, besonders im zweiten Teil, weil ich liebe Kaon. Auch im dritten Teil, ich habe mir so gedacht, Kaon, du bist so toll. Er ist so ein Ehrenmann. Ich würde schon sagen, er ist ein Ehrenmann. Er hat zwar noch nicht ganz rausgefunden in den ersten drei Teilen, wem jetzt seine Loyalität gilt und wem sie gelten sollte, aber ich liebe Kaon trotzdem. Ich liebe diesen Typen einfach, er ist so toll. Und Dorian, ich liebe Dorian. Und ich lese diese Reihe ja jetzt wegen einer Freundin. Und diese Freundin hat mir gesagt, diese Reihe, Dorian macht in dieser Reihe so eine Entwicklung durch. Und ich spür's, dass er eine mega Entwicklung durchmacht. Und am Ende vom dritten Teil ist was mit ihm passiert. Ich habe mir so gedacht, oh mein Gott. Ich habe Angst vor den folgenden Bänden. Ich habe richtig Angst vor den folgenden Bänden. Aber ich schweife die ganze Zeit ab. Ich bin bei Band 1 und 2. Ich bin in Team Kaon. Ich liebe Kaon. Ich liebe auch Dorian. Aber in den ersten zwei Teilen war es Kaon. Mittlerweile ist es keine mehr von den beiden, aber und auch die Geschichte. Ich habe irgendwie beim ersten Mal lesen nicht geschnallt, wie dermaßen genial Sarah J. Maas schreibt. Weil diese Frau kann mit Worten umgehen. Diese Frau kann epische Szenen aufbauen. Das ist nicht mehr normal. Diese Frau kann emotionale Szenen aufbauen. Das ist nicht mehr normal. Diese Frau kann einfach schreiben. Das ist genial. Und auch beim dritten Teil, ich schweife immer zum dritten Teil ab, weil ich unbedingt über den dritten Teil reden will. Auch im dritten Teil hat man das gespürt und es ist einfach so gut. Und schon die Entwicklung von der Geschichte in den ersten zwei Teilen, schon da merkt man, dass da sehr viel kommt. Aber man denkt nicht, dass so viel kommen wird. Also in den ersten zwei Teilen spielt die Geschichte im Schloss. Und schon allein nur das fand ich richtig gut, weil das Schloss, das ist so richtig verwinkelt mit Geheimgängen und Geheimräumen und Monstern und unheimlichen Wesen. Und es war schon allein nur in Band 1 und 2 richtig, richtig, richtig gut. Und Selena. Ich habe keine Ahnung, was ich vor 28 Tagen gesagt habe. Es kann sein, dass ich mich jetzt wiederhole. Aber Selena ist so eine Kick-Ass-Protagonistin. Ich liebe Selena, weil sie hat mehrere Seiten. Sie hat so die Seite der blutrünstigen Assassinin, der blutrünstigen Killerin. Sie hat auch eine sehr emotionale und gebrochene Seite und sie hat auch eine sehr witzige und süße Seite. Und einfach Selena als Charakter, ich liebe sie. Und ach Gott. Ich habe so viele Dinge angestrichen, einfach weil sie es gesagt hat, weil sie es getan hat und ich liebe Selena. Und besonders im dritten Teil. Ja, jetzt kommen wir endlich zum dritten Teil. Also so zusammenfassend, es war mehr als gut, dass ich Band 1 und 2 gereadet habe, weil es hat sich angefühlt wie das erste Mal und ich habe die Charaktere angefangen zu lieben und hätte ich Band 1 und 2 nicht gereadet, das wäre nicht gut rausgekommen. Und jetzt Band 3. Band 1 und 2 spielen ja im Schloss. Und Band 3
spielt überall, also gefühlt überall. Es spielt nicht überall, weil diese Welt ist einfach so dermaßen groß. Und das ist nicht einmal alles. Also Band 3 spielt hauptsächlich in Wendlin. Und das ist hier drüben. Das ist nicht mal auf der Karte drauf. Und einfach... Jetzt verstehe ich endlich, was die Leute meinen, wenn sie sagen, Throne of Glass fängt ab Band 3 so richtig an. Weil es stimmt einfach. Es stimmt einfach. In Band 3 lernt man die Welt besser kennen und wie dermaßen groß diese Welt eigentlich ist. Und auch einfach die Charakterentwicklungen. Und hier kommen auch so viele Charaktere dazu. Ich nenne jetzt einfach Namen. Ich sage nicht, in welcher Beziehung sie zu wem stehen. Ich nenne jetzt einfach Namen. Rowan. Seit ich Band 1 gelesen habe, weiß ich schon, dass irgendwann Rowan kommen wird. Und ich habe mich so dermaßen auf Rowan gefreut. Und als ich zum ersten Mal den Namen Rowan in Band 3 gelesen habe, habe ich so gedacht, Halleluja, Halleluja, endlich lerne ich diesen legendären Rowan kennen. Am Anfang habe ich so gedacht, ach mein Gott, bist du ein Arschloch. Ich habe ihn von Anfang an gefeiert, weil irgendwie einfach seine ganze Art, die habe ich einfach gefeiert. Am Anfang benimmt er sich wirklich wie so ein Idiot, aber schon alleine im dritten Teil entwickelt er sich und man lernt Dinge über ihn kennen. Und es geht noch weiter. Und oh mein Gott, ich freue mich so auf Rowan in den nächsten Teilen, weil anscheinend soll, was Rowan angeht, noch sehr, sehr, sehr viel kommen. Und ich bin so, so bereit. Und ja, ich liebe Rowan. Und ich habe auch wieder Dorian und Kaol geliebt. Dorian macht eine Mega-Entwicklung durch, schon allein nur im dritten Teil. Also das Dorian von Band 1 und von Band 3, das kann man nicht wirklich vergleichen. Und auch Selena im dritten Teil. Oh mein Gott, Selena im dritten Teil. Oh mein Gott, ich habe sie schon in Band 1 und 2 geliebt, aber in Band 3. In Band 3. Band 3 ist auf einem anderen epischen Level. Band 3 ist so, so, so dermaßen genial. Ach Gott. Einfach schon allein nur die Entwicklung von Selena in Band 3. Es gibt ja noch Band 4 und 5 und 7. In Band 6 geht es ja um Kaol. Oh mein Gott, ich freue mich so auf Band 6. Ich habe ja noch 3 Bände vor mir, wo Selena mitspielt. Und das sind so richtig fette Bücher. Und ich freue mich einfach so dermaßen auf ihre Entwicklung und wie sie am Ende sein wird. Und oh mein Gott. Und sie und ein anderer Charakter. Diese Beziehung. Ich liebe sie. Ich liebe die zwei zusammen, okay? Ich liebe sie, ja. Und dann, sehr wahrscheinlich werde ich alle Namen falsch aussprechen, aber das ist mir egal. Weil eben, ich glaube, ich habe das schon gesagt, aber ich habe das Gefühl, Sarah J. Maas lässt einfach eine Katze über die Tastatur laufen und dann hat sie ihren Namen. Auch ein Charakter, den ich von Anfang an einfach nur so genial fand, ist Adien. Adien, Mann! Adien ist so unglaublich genial. Ich sage jetzt auch nicht, wie er in welcher Beziehung zu wem steht, aber Adien, am Anfang ist er so ein richtig arrogantes Arschloch. Und schon da habe ich so gedacht, oh mein Gott, Adien, du bist so toll. Und dann lernt man ihn kennen und dann lernt man seinen Charakter kennen. Und dann erfährt man auch, was er schon alles erlebt hat und wie er in welcher Beziehung zu welchem Charakter steht. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, Adien. Und ich freue mich so sehr auf Adien in den nächsten Teilen. Ich glaub's nicht. Und dann Menon. Menon. Menon ist so ein epischer Charakter. Sie ist richtig blutrünstig und kaltherzig und einfach. Sie tut Dinge, wo ich mir so denke, Mädchen, was? Was? Und ich liebe sie einfach dafür. Und man hat jetzt auch schon in Band 3 so eine gewisse Entwicklung erfahren. Und ich habe auch schon so eine Theorie, weil... Ich habe Fanarts angeguckt und Fanarts bei Throne of Glass und das Reich der Sieben Höfe. Das sind keine Fanarts mehr, das sind einfach nur noch Spoiler. Ich habe mich für so Charakterkonstellationen gespoilert, was Throne of Glass angeht, einfach nur wegen den Fanarts. Und Menon findet im dritten Teil auch einen Freund. Ich weiß nicht, ob man diesen Charakter als Freund bezeichnet. Doch, schon. Und die zwei zusammen, ich liebe sie. Und dann gibt es auch so Nebencharaktere wie Emrys und Luca. Und Luca ist einfach Zucker. Luca ist einfach so dermaßen süß. Und ich hoffe, dass Luca auch noch in den Folgebänden vorkommt, weil Luca ist einfach süß. Boah, das ist einfach so gut. Es kommen so viele Dinge ans Licht und es gibt so viele epische Szenen in diesem Buch. Und ich habe so dermaßen viel angestrichen, weil auch hier Sarah J. Maas einfach schreiben kann. Und ja, ich habe den dritten Teil geliebt. Ich liebe den dritten Teil. Ich sag jetzt nichts. Wir bleiben hier spoilerfrei. Ich sag einfach, das Ende war krass. Und dort gibt es eine der epischsten Dialoge, die ich je gelesen habe. Und ja, ab Band 3
geht diese Reise so richtig los und ich freue mich so auf Band 4. Ich habe keine Ahnung, wann ich mich das nächste Mal melde. Vielleicht melde ich mich tatsächlich so in der Mitte des vierten Teils. Vielleicht melde ich mich das nächste Mal, wenn ich die Reihe beendet habe. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie funktioniert das nicht so mit dem regelmäßigen Melden, aber ja. Ab dem dritten Teil ist man so in dieser Geschichte drin. Ab dem dritten Teil ist man so bei den Charakteren dabei. Jedenfalls bin ich so bei den Charakteren dabei. Es gibt gar keinen anderen Weg, als jetzt den vierten Teil zu lesen. Und das werde ich jetzt auch machen. Weil ich will wissen, wie es weitergeht. Wir sehen uns irgendwann wieder. Keine Ahnung wann, aber wir sehen uns irgendwann wieder. Der Zeitpunkt ist da. Nach 6 Stunden in diesem Sessel weiß ich nicht mehr, wie ich in diesem Sessel hocken soll, ohne dass mir alles wehtut. Das sind die Probleme eines Büchernerds. Ich hocke jetzt, glaube ich, seit 12 oder 13 Uhr hier und mittlerweile ist, glaube ich, 18 Uhr oder so. Ich bin auf Seite 177 in Throne of Glass 4 und oh mein Gott, oh mein Gott. Dieses Buch hat mich schon wieder glücklich gemacht, dieses Buch hat mich schon wieder sprachlos gemacht, dieses Buch hat mich traurig gemacht. Sarah J. Maas kann einfach schreiben. Und was ich vorher vergessen habe zu sagen, eigentlich lese ich ja nicht so gerne aus der dritten Perspektive und das sind dicke Bücher. Richtig dicke Bücher aus der dritten Perspektive. Und eben eigentlich lese ich nicht so gerne aus der dritten Perspektive, aber Sarah J. Maas kriegt es hin, dass ich gar nicht merke, dass diese Geschichte aus der dritten Perspektive geschrieben ist. Und das ist so dermaßen genial. Diese Frau hat es einfach drauf. Ich habe jetzt auch noch, glaube ich, 2 neue Charaktere kennengelernt und oh mein Gott, ich freue mich auf diese Charaktere. Und ich hoffe, dass ein gewisser Charakter endlich wieder vorkommt und... Aber zuerst muss ich jetzt mal gucken, wie ich mich in diesem Sessel platziere, ohne dass mir alles wehtut. Weil wenn ich jetzt ins Bett gehe, habe ich Angst, dass ich einschlafe. Also bleibe ich jetzt in diesem Sessel. Er sieht zwar hübsch aus und alles, und am Anfang ist er auch bequem, aber nach 6 Stunden ist er nicht mehr bequem. Ich hocke wieder in meinem Sessel. Und was tue ich normalerweise in diesem Sessel? Ja, heulen. Das ist nicht umsonst mein Heulsessel. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich mich zuletzt gemeldet habe, aber es ist jedenfalls nicht mehr der gleiche Tag und ich bin jetzt hier in Throne of Glass 4 und Sarah J. Maas macht mich fertig. Besonders macht mich Sarah J. Maas auf eine Art und Weise fertig. Ich heule wegen einem Charakter, den ich gar nicht wirklich kenne. Und Sarah J. Maas zerreißt mir das Herz, indem sie von einem Charakter schreibt, den ich gar nicht wirklich kenne. Weil sie beschreibt das alles so unglaublich traurig und herzzerreißend und gleichzeitig schön. Und ich habe auch schon wieder so viele Post-its hier drin. Oh mein Gott, okay. Und ich habe so Angst, dass am Ende von der Throne of Glass Reihe meine Leuchtstifte leer sind. Ich werde jetzt mal weiterlesen. Es ist so gut. Nöchen. Ich bin aber nur ein heulendes Häufchen Elend wegen Sarah J. Maas. Mit einer Szene. Macht sie mich so fertig. Ich habe jetzt gerade die ganze Szene fertig gelesen. Die macht mich fertig. Mein armer Sessel hier muss wieder ein paar Tränen auffangen. Dieses Buch macht mich fertig. Dieses Buch macht mich fertig. Dieses Buch ist einfach genial. Dieses Buch, also, oh mein Gott. Man merkt einfach mit jedem Buch, wie diese Reihe wirklich genialer wird. Also, Band 1 war ja schon richtig gut und Band 2 auch. Aber schon bei Band 3 hat man gemerkt, heilige Scheiße, da kommt noch was. Und jetzt bei Band 4, da denkt man sich einfach nur so, oh mein Gott, oh mein Gott. Zuerst einmal diese Charakterentwicklung. Ich liebe Selena, ich liebe Rowan, ich liebe Cal, ich liebe Dorian. Ich liebe noch andere Charaktere, die ich jetzt nicht erwähnen kann, weil ich sonst spoilern würde. Und ich hasse auch ein paar Charaktere, die ich jetzt nicht erwähnen kann, weil ich sonst spoilern würde. Und es ist einfach so gut. Und so die letzten Seiten, die ich jetzt so gelesen habe. Ich habe geheult, ich war sprachlos, ich war glücklich, ich habe gelacht, ich habe alles gemacht. Ich war auch wütend. Ich war glücklich. Ich war alles. Und jetzt muss ich schlafen gehen, weil ich bin müde. Wir sehen uns irgendwann wieder. Ja, mich gibt's auch noch. Keine Ahnung, wann ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Und ignoriert einfach, wie ich aussehe und wie ich klinge. Mich hat's vor 5 Tagen flachgelegt. Aber ich habe
was in diesen 5 Tagen getan. Und zwar habe ich Throne of Glass Band 4 beendet und einfach nur... Ich raste total aus mit dem Post-it. Und irgendwie, ich komme voll langsam voran mit diesen Büchern. Erstens mal, die sind fett. Die sind richtig fett. Der 5. Teil hat jetzt, glaube ich, 840 Seiten hoch. Also zuerst einmal sind sie dick und zweitens sind sie extremst klein geschrieben. Und ich markiere gefühlt das halbe Buch. Ich blätter nachher mal durch mein Buch durch. Ich markiere gefühlt die Hälfte des Buches mit Leuchtstift. Und das braucht seine Zeit. Und ja, deshalb komme ich ein bisschen langsam voran. Aber diese Bücher... Diese Bücher. Ich verstehe, warum jeder sagt, ab Band 3 geht's los. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt Band 1 und 2 mit jetzt Band 3 und 4 vergleiche und meine Kamera mag mich nicht. So, wenn ich jetzt Band 1... Oh mein Gott. Dankeschön. Wenn ich jetzt Band 1 und 2 mit Band 3 und 4 vergleiche, das ist nicht vergleichbar. Was im 4. Teil jetzt alles passiert ist, ich sag's euch. Besonders am Ende. Sarah J. Maas hat ja irgendwie mit den Enden von ihren Büchern, da haut sie einfach... so viel raus. Da denkt man sich so, sie hatte hier 700 Seiten zur Verfügung, um all das zu machen. Aber nein, sie macht es auf den letzten 150 Seiten. Und ich denke mir so, oh mein Gott. Es ist ja nicht so, als würde auf den anderen 100 Seiten nichts passieren. Aber auf den letzten 150 Seiten in diesem Buch. Ich saß einfach nur vor diesem Buch und habe durchgehend gedacht, oh mein Gott, 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 das meint sie jetzt nicht ernst. Durchgehend. Der 4. Teil ist bisher... mein Lieblingsteil, weil der 4. Teil hat wirklich Momente drin, wo ich mir so denke, oh mein Gott, was läuft hier ab? Und Sarah J. Maas schafft es einfach so dermaßen episch zu schreiben. Ich glaube, ich habe die 3. Perspektive schon mal angesprochen in diesem Vlog. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch die Übersicht verloren, wie viele Clips ich schon gedreht habe. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie viel Material ich habe. Aber ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass diese Bücher aus der 3. Perspektive geschrieben sind und ich eigentlich nicht so gerne aus der 3. Perspektive lese. Ach Gott. Bei diesen Büchern fände ich es weniger gut, wenn sie aus der Ich-Perspektive geschrieben sind, weil Sarah J. Maas sagt nicht einfach nur, sie geht. Sarah J. Maas rattert manchmal einfach den kompletten Titel von jemandem runter. Alle Namen, die diese Person hat, rattert sie einfach runter. Und das ist so dermaßen episch. Das ist einfach so dermaßen episch, wenn da nicht einfach nur steht Selena, sondern Selena Sardothian, Adalans Assassinin, die gefürchteste Person in Adalan, irgendwie sowas. Sie schreibt das so und ich denke mir so, oh mein Gott. Sarah J. Maas kann episch schreiben. Sarah J. Maas schreibt durchgehend episch und einfach auch, wie sie die Umgebungen beschreibt. Die Welt von Throne of Glass. Die Welt von Throne of Glass. Einfach nur episch bis zur letzten Seite. Jedes einzelne Wort ist episch. Einmal hat sie geschrieben, Selena steht auf. Aber im Kontext, wie sie das geschrieben hat, das war so episch. Sarah J. Maas schreibt einfach im richtigen Kontext, Selena steht auf. Und ich denke mir so, oh mein Gott, ist das episch. Das kriegt Sarah J. Maas hin. So einen banalen, normalen Satz kann sie in einen Kontext setzen, dass dieser banale, normale Satz episch ist. Und in diesen Büchern gibt es auch Kräfte, und Magie und einfach, wie diese Kräfte beschrieben werden und wie diese Magie beschrieben wird. Und wie beschrieben wird, wenn diese Magie da ist, wenn diese Magie Kontrolle übernimmt und so. Das nimmt epische Ausmaße an. Was ich einfach auch liebe an Throne of Glass ist, wie die Personen beschrieben werden. Also ich kann euch jetzt kein Beispiel geben, weil bei jedem einzelnen Beispiel würde ich euch spoilern. Einfach wie sie die Person beschreibt. Welche Person sie zum Beispiel mit Raubtieren vergleicht. Oder wie sie nicht einfach nur gehen, sondern wie sie schweben, wie sie gleiten, wie sie keine Ahnung was tun. Sie braucht einfach die richtigen Wörter. Sie braucht einfach die richtigen Wörter. Sie gebraucht die epischen Vergleiche. Also wenn ein gewisser Charakter hier drin mit einem Raubtier verglichen wird. Okay, wenn zwei Charaktere hier drin mit einem Raubtier verglichen werden. Ich sitze einfach nur hier und denke, oh mein Gott. Oh mein Gott. Sarah J. Maas hat es einfach wirklich drauf. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich irgendetwas vergesse oder dass ich Dinge dreifach sage, weil ich halt einfach keine Ahnung habe, was ich schon gesagt habe und was nicht. Ich weiß nicht, ob ich noch darauf hinweisen soll, dass diese Geschichte in eine Richtung geht und ein Ausmaß angenommen hat. Das erwartet man im ersten Teil nicht. Im ersten Teil denkt man schon so, oh mein Gott, dieses Konzept ist richtig gut. Oh mein Gott, die Charaktere sind richtig gut. Und im zweiten Teil denkt man so, okay, da ist noch was. Und im dritten Teil denkt man sich einfach so, was läuft hier? Und
und auch einfach die Charakterentwicklung. Die Charakterentwicklung in Throne of Glass. Zuerst einmal die Charakterentwicklung von Selena. Im ersten Teil war ich schon beeindruckt von ihr. Im vierten Teil, ich bete sie an. Sie ist einfach genial. Und dann auch Charakterentwicklungen von anderen Charakteren. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann. Ja doch, ich kann schon sagen, dass Dorian eine Mega-Entwicklung durchmacht. Also die Entwicklung von Dorian. Die Entwicklung von Dorian. Und auch die Entwicklung von Kaol ist einfach so gut. Und ich liebe Kaol immer noch. Also ich hatte ja am Anfang von der Reihe Angst, dass mir Kaol unsympathisch wird. Ich liebe diesen Typen immer noch und ich freue mich so auf den sechsten Teil. Und dann so andere Charaktere. Eigentlich kann ich ja einfach nur die Namen sagen. Der erste Charakter ist Rowan. Rowan Whitethorn. Am Anfang vom dritten Teil habe ich gedacht, was bist du denn für ein Arsch? Mittlerweile denke ich mir so, ich will auch einen Rowan. Ja, Rowan ist so toll. Und dann Adian. Am Anfang war auch eher so ein arrogantes Arschloch. Mittlerweile denke ich mir einfach nur so, oh mein Gott, Adian. Und dann geht's noch Manon. Die Charakterentwicklung von Manon. Die ist auch so gut. Die ist einfach so gut. Dann Lysandra. Ich nenne sie Lysandra. Ich liebe diese Frau. Und Arabin. Ich hasse Arabin. Und dann gibt's Charaktere in dieser Reihe, die machen eine Entwicklung durch. Die habe ich nicht erwartet. Und Elide und Lorcan. Und ja, ich habe den vierten Teil beendet. Und ratet mal, was ich jetzt mache. Ich fange den fünften Teil an. Der fünfte Teil hat 840 Seiten. Okay. Band 5 muss so aussehen. Nicht so. Ich habe bei Throne of Glass schon so viele Post-its gebraucht. Und ich glaube, nach Throne of Glass sind meine Leuchtstifte auch leer. Ich werde jetzt einfach mal mit Throne of Glass 5 anfangen und gucken, in welche Gefühlsebenen mich Band 5 mitnehmen wird. Ich habe ja noch gesagt, ich blättere kurz durch das Buch durch, damit man sieht, was ich alles angestrichen habe. Weil ich habe nicht immer ein Post-it reingemacht, wenn ich was angestrichen habe. Weil sonst, ja, wäre es noch mehr eskaliert das so. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, es funktioniert einigermaßen. Ja, ich hab so ein bisschen was angestrichen, ne? Also es gibt Seiten, da sind manchmal drei verschiedene Farben drauf, weil einfach drei verschiedene Charaktere einfach killen. Einfach killen. Ja. Ich bin auf Seite 440. In Throne of Glass 5. Ich habe gerade eine Szene gelesen. Ich warte seit 2841 Seiten auf diese Szene. Und oh mein Gott, hat sich das Warten gelohnt. Oh mein Gott. Ich habe dieses ganze Kapitel jetzt schon dreimal gelesen, weil... Wie Sarah J. Maas das schreibt. Und einfach dieser Moment, auf den ich so lange gewartet habe. Habe ich auf diesen Moment gewartet und jetzt habe ich ihn gelesen. Und er war einfach nur episch. Er war einfach nur so unglaublich dermaßen genial geschrieben. Und ich hatte durchgehende Grinsen im Gesicht. Ich hatte Tränen in den Augen. Mir sind die Tränen runtergelaufen. Dieses Buch. Wenn Band 5 so weitergeht, Band 5 wird so weitergehen. Dann ist Band 5 mein bisheriger Lieblingsteil. Ja, weil in Band 5 sind schon so dermaßen viele epische Szenen gewesen. In Band 5, ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon über Band 5 geredet habe in diesem Vlog. Ich bin wieder mal voll organisiert. Band 5 ist einfach nur episch und zerstörerisch und emotional und das Ende. Ich habe Angst vorm Ende. Ich habe nur noch das hier zu lesen. Also nur noch. Es sind immer noch 420 Seiten, glaube ich, oder so. Aber trotzdem. Ich weiß, dass dieses Ende mich zerstören wird, weil so viele Leute sagen mir, dass das Ende von Band 5 ein zerstören wird. Und ich lieb's. Es ist jetzt 21:15 Uhr abends und so sehe ich aus. Ich habe jetzt noch 160 Seiten in Throne of Glass 5. Ich habe mir von sehr vielen Leuten sagen lassen, dass das Ende von Throne of Glass 5 einen einfach nur zerstört. Deshalb zeige ich euch jetzt mal noch so mein Gesicht, wo ich Band 5 beendet habe, weil ich werde jetzt Band 5 in einem Rutsch durchlesen. Also ich habe jetzt schon 160 Seiten am Stück gelesen und
jetzt lese ich die letzten 160 Seiten und ich habe echt Angst. Ich habe irgendwie so eine Befürchtung, in welche Richtung das es geht und was für Aspekte von der Geschichte das es so betrifft. Und ich habe einfach nur Angst. Es sind nur noch 160 Seiten, aber Sarah J. Maas hat sich so darauf spezialisiert, so auf den letzten 100 Seiten noch Dinge rauszuhauen, wo man sich einfach nur so denkt, oh mein Gott. Und Band 5 ist bisher mein Lieblingsteil. Band 5 ist einfach nur episch genial. Nicht, dass die vorherigen nicht episch und genial waren, aber Band 5 setzt einfach noch einen oben drauf. Und ich habe gehört, dass Band 7 nochmal einen oben drauf setzen soll. Und ganz ehrlich, ich kann mir das vorstellen, weil Band 7 hat über 1000 Seiten. Und ich habe in diesem Buch Szenen gelesen. Ich habe keine Ahnung, was ich zuletzt gesagt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon über den 5. Teil geredet habe. Doch, ich glaube schon, oder? Ich habe ein Hirn wie ein Sieb, ich sag's euch. Aber ich habe Szenen in Band 5 gelesen. Auf die habe ich so lange gewartet. Und ich habe Szenen in Band 5 gelesen. Ja, Mann. Und es waren wieder epische Szenen dabei. Es waren geniale Szenen dabei. Es waren romantische Szenen dabei. Es waren einfach so... Es ist einfach so episch. Merkt man, dass ich es hinauszögere, dieses Buch zu beenden? Vielleicht, eventuell, weil ich weiß, dass alles den Bach runtergehen wird. Ich weiß, dass alles den Bach runtergehen muss, weil der letzte Teil hat 1000 Seiten und irgendwie werden diese 1000 Seiten ja gefüllt und ich habe einfach Angst. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich dieses Buch beendet habe. Ich lese jetzt die letzten 160 Seiten von Throne of Glass, die Sturmbezwingerin von Sarah J. Maas. Ich werde es jetzt tun. Ich werde es jetzt einfach tun. Ich habe Throne of Glass beendet. Ich habe keine Ahnung, welche Zeit das ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Mir sind die Tränen runtergelaufen, aber irgendwie, ich war einfach allgemein zu geschockt von den Dingen, die passiert sind. Ich sitze hier, es ist glaube ich 3 Uhr morgens oder so. Ich habe doch keine Ahnung, welche Zeit das jetzt ist. Ich sitze hier um 3 Uhr morgens und komme auf mein Leben nicht klar. Wegen dem Ende von Throne of Glass 5. Was am Ende von Band 5 alles passiert. Was am Ende von Band 5 alles rauskommt. Der letzte Satz von Band 5. Wie kann man so etwas Episches schreiben? Dieses Buch ist mein Lieblingsteil. Dieses Buch ist bisher mein Lieblingsteil. Wow. Ich bin einfach zu schockiert, um zu heulen. Ganz ehrlich, ich bin einfach zu schockiert. Das muss man auch erstmal hinkriegen, dass ich zu schockiert bin, um zu heulen. Ich heule so schnell bei Büchern, aber bei diesem Buch bin ich einfach so schockiert, dass mir nur ein paar Tränen runtergelaufen sind. Ich habe es erst gerade beendet. Ich habe es nicht verarbeitet. Nein. Und Sarah J. Maas erwartet jetzt ernsthaft von mir, dass ich jetzt zuerst den 6. Teil lese, bevor ich den 7. Teil lese, dass ich jetzt zuerst 860 Seiten von Kaol lese, bevor ich lesen kann, wie es weitergeht. Das erwartet sie jetzt von mir. Sie erwartet jetzt von mir, dass ich... Okay. Ich habe Band 5 beendet von Throne of Glass. Es ist ein Buch angekommen. Und zwar dieses Buch da. Oh mein Gott, Band 7 ist angekommen. Es sieht einfach so dermaßen fett aus. Es sieht so fett aus. Es ist so dick. Es ist so dick. Und jetzt werde ich mit diesem Buch anfangen. Eigentlich hatte ich nicht wirklich so die Motivation, dieses Buch zu lesen, weil jeder, der Band 5 beendet hat, der weiß, wie man sich nach Band 5 fühlt und dass man eigentlich dort weiterlesen möchte. Und in Band 6 geht es um einen Charakter, der ist in Band 5 nicht dabei, weil dieser Charakter irgendwo anders ist. Und das ist jetzt halt die Geschichte von diesem Charakter. Und dieses Buch spielt zeitgleich wie Band 5. Das heißt, eigentlich möchte ich am liebsten Band 7 lesen, damit ich weiß, wie es weitergeht. Aber dieses Buch muss man lesen, damit man Band 7 versteht. Deshalb lese ich jetzt dieses Buch. Und ich habe jetzt mittlerweile doch Motivation gefunden, weil in diesem Buch geht es um einen Charakter, den ich ja eigentlich liebe und den ich in Band 5 vermisst habe. Und ich freue mich jetzt trotzdem auf den 6. Teil, auch wenn ich sehr gerne weiterlesen würde in Band 7 und wissen würde, wie es mit meinen Babys so weitergeht. Ich habe diesen Charakter schon vermisst. Ich habe ihn schon vermisst, weil ich liebe diesen Charakter. Ich würde jetzt mal gucken, wie es unserem verwundeten Krieger denn so geht.
Frag mich nicht, warum ich hier draußen hocke. Vielleicht ist es so ein inneres Bedürfnis, dass endlich der Frühling kommt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist einfach schönes Wetter und es ist nicht ganz arschkalt, sondern nur so ein bisschen kalt. Und ich habe jetzt den 6. Teil angefangen. Ich bin noch nicht weit. Ich bin auf Seite 42. Man ist, was die Geschehnisse angeht, wieder am Anfang von Band 5. Und es ist einfach nur komisch, wenn man jetzt so Dinge gesagt kriegt, die am Anfang von Band 5 passiert sind und sich dann so überlegt, was am Ende von Band 5 passiert ist. Ja. Es ist so ein bisschen komisch, wieder am Anfang von den Geschehnissen von Band 5 zu stehen. Aber ich habe gemerkt, dass ich Carol vermisst habe. Carol ist einfach, ich liebe einfach Carol und ich habe ihn vermisst. Und ich bin sehr gespannt, was mit ihm jetzt in Band 6 passiert. Und ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber die Krähen haben gerade eher Probleme. Die waren die ganze Zeit ruhig, als ich gelesen habe. Und jetzt, wenn ich filme, kommen sie und schreien rum. Okay. Und in diesem Buch ist Carol und ein anderer Charakter auch auf einem anderen Kontinent. Und so auf den ersten Seiten wurde jetzt mal so angeschnitten, wie die Hierarchie auf diesem Kontinent ist und wer regiert und die Götter und alles. Und es ist mega interessant. Also es ist wirklich, jetzt habe ich das Wort vergessen, beeindruckend, was Sarah J. Maas sich alles überlegt hat. Also wie viele Götter sie erfunden hat, wie viele verschiedene Religionen sie erfunden hat und Kontinente und Mentalitäten. Und es ist einfach so gut, da immer noch Winter ist. Und es jetzt langsam so ein bisschen kalt wird hier draußen, gehe ich wieder rein. Ich freue mich auf den 6. Teil. Ich freue mich wirklich darauf, weiterzulesen. Keine Ahnung, wann ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Ich habe Band 6 beendet. Und Band 6, ich hätte echt nicht gedacht, dass mir Band 6 so gut gefällt. Übrigens, es ist 4 Uhr morgens, halb 4. Halb 4 Uhr morgens, es ist halb 4 Uhr morgens. Also falls ich Blödsinn rede, das liegt daran, dass ich todmüde bin. Ich hätte nicht gedacht, dass mir dieses Buch so gut gefällt bei Nachbarn 5. Das Einzige, was ich nach Band 5 wollte, ist Band 7 lesen, weil ich habe sicher schon erklärt, dass Band 6 zeitgleich wie Band 5 spielt. Und in Band 6 geht es um einen Charakter. Er gehört seit Band 1 zu meinen Lieblingscharakteren. Und in Band 6, oh mein Gott, ich liebe ihn. Und ich habe auch einen neuen Crush, und zwar Sartak. Oh mein Gott, Sartak. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Alle, die sich fragen, ob man den 6. Teil auch auslassen kann, nein. 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 Nein kann man nicht, weil in Band 6, am Ende von Band 6, da kommen Dinge raus. Da habe ich mir so gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also man muss Band 6 lesen, weil sonst checkt man Band 7 nicht. Ich habe Band 7 noch nicht gelesen, aber ich habe Dinge gelesen, die in Band 6 vorgekommen sind. Ich weiß, dass ich Band 7 nicht gecheckt hätte, wenn ich Band 6 nicht gelesen hätte. Hat das jetzt irgendeinen Sinn gemacht? Lange Rede, kurzer Sinn. Man muss den 6. Teil lesen, um es zu verstehen. Und es war einfach so toll. Und es gab auch hier einfach so tolle und süße und epische und geniale Szenen und so Gänsehautmomente und traurige Momente und schöne Momente. Und der Protagonist von diesem Buch macht so eine Entwicklung durch. Also mit diesem Charakter war es sowieso die ganze Reihe hindurch so ein Auf und Ab. Aber in Band 6... Ich liebe ihn. Und seine Entwicklung in Band 6 ist so gut. Ja, ich liebe dieses Buch. Und morgen, respektive heute, weil es ist ja 3:30 Uhr morgens, werde ich mit Band 7 anfangen. Oh Gott. Band 7 liegt schon bereit. Band 7 ist dieses Monstrum hier. Und ich habe gerade geguckt, Band 7 ist noch kleiner geschrieben als die anderen Bücher. Band 3, 4, 5 und 6 sind ja kleiner geschrieben als Band 1 und 2. Und Band 7 ist jetzt nochmal kleiner geschrieben. Und ich glaube 1099 Seiten und noch kleiner geschrieben als die anderen. Ich habe jetzt 4 Tage frei und die nächsten 2 Tage und 2 Nächte werde ich dieses Buch lesen. Und ich werde es suchten. Ich werde es suchten, weil ich muss wissen, wie es weitergeht. Okay?
Ich habe jetzt 824 Seiten den sechsten Teil gelesen. Ich habe den sechsten Teil geliebt, aber jetzt bin ich bereit für den siebten Teil. Ich bin sowas von bereit für diese über 1000 Seiten. Ich habe den sechsten Teil geliebt und jetzt ist noch ein Teil übrig. Ein Teil von der Throne of Glass Saga. Und dann habe ich alle sieben Teile gelesen. Ich gehe jetzt schlafen und melde mich wieder, wenn ich beim 7 angefangen habe oder irgendwann sonst. Keine Ahnung. Es ist jetzt der nächste Tag, es ist 11:45 und draußen ist gerade so Weltuntergangsstimmung. Passt irgendwie zu dem Buch, das ich jetzt gleich anfangen werde. Ich werde es mit dem siebten Teil anfangen. Ich bin bewaffnet mit Post-its, ich bin bewaffnet mit Textmarkern, ich bin bereit. Oh mein Gott. Ich krieg's nicht mal hin, dieses Ding zu halten. Ich bin bereit, um dieses Ding zu lesen und ich werde jetzt einfach lesen, 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 lesen und mich von nichts ablenken lassen. Und ich bin wieder mal nicht im Fokus. Ich habe auch Taschentücher hier bereitstehen. Oh ja, ich habe... Ich weiß, dass dieses Buch mich zerstören wird. Und Plan ist es, dieses Buch zu lesen. Und sonst werde ich nichts machen. Einfach nichts. Ich kann es nicht glauben, dass ich jetzt tatsächlich den siebten Teil lese. Ich habe vor 2 Monaten, weniger als 2 Monaten, mit dem ersten Teil angefangen. Jetzt bin ich beim siebten. Es wird, glaube ich, sehr komisch sein, wenn ich dieses Buch beendet habe, weil die letzten 2 Monate... Abgesehen von Isara und Obsession habe ich nur Throne of Glass gelesen. Und es wird, glaube ich, sehr komisch, wenn ich kein Throne of Glass Buch mehr habe. Okay, ich habe Selenas Geschichten noch. Ich will nicht, dass ich gar kein Throne of Glass Material mehr habe. Ich spare mir das so auf. Ich spare mir das, glaube ich, auf, um die Zeit zu überbrücken, bis Crescent City rauskommt. Ich werde jetzt einfach mal anfangen. Merkt man es, dass ich es hinauszögere? Merkt man, dass ich es hinauszögere? Nein, ich doch nicht. Also, wir sehen uns später wieder. Ich werde jetzt Throne of Glass 7 anfangen. Okay. Ich bin jetzt hier auf Seite 200 in Throne of Glass 7. Und es sieht irgendwie aus, als wäre ich auf Seite 50 oder so. Und es ist einfach so gut. Es ist einfach so gut. Es ist wieder episch. Es ist wieder genial geschrieben. Und einfach die Charaktere. Sie zerreißen mir das Herz. Jeder einzelne von diesen Charakteren tut mir einfach so dermaßen leid. Er tut mir einfach so leid. Und sie zerreißen mir das Herz und ich habe schon so ein paar Szenen, von denen ich denke, dass sie vorkommen werden, auf die ich mich schon so unglaublich freue. Oh mein Gott. Jeder, der Band 5 gelesen hat, kann sich vorstellen, was eine von diesen Szenen ist, auf die ich mich so dermaßen freue. Weil das wird so gut. Das wird so gut. Ich werde morgen weiterlesen. Oh mein Gott. Das wird einfach so gut. Das wird einfach so episch und ich bin auch echt mega gespannt, wie das Ganze endet, weil zurzeit ist die ganze Lage recht aussichtslos. Shit happens, und zwar richtig in diesem Buch und in der ganzen Reihe eigentlich. Durchgehend. Okay, nicht durchgehend, es gibt auch so die Glanzmomente, aber eigentlich, das ist jetzt so der Kampf, auf den wir 7 Teile lang gewartet haben und oh mein Gott, der wird so episch. Und auch hier wieder die verschiedenen Stränge und wie irgendwann diese Stränge zusammenfinden und was Sarah J. Maas hier alles erschaffen hat und an was sie alles gedacht hat und was für Intrigen sie da reingemacht hat und was für Geheimnisse und was für Aha-Momente sie hier reingemacht hat. Und das ist einfach so genial. Und ich kann euch ja kurz zeigen, wie die Markierungen aussehen, weil ich mache nicht bei jeder Stelle, wo ich was markieren, Post-it rein, weil sonst wird das noch schlimmer aussehen. Das sind jetzt so die Post-its, aber ich bin jetzt hier. Also wenn ich bei jeder angestrichenen Stelle ein Post-it reinmachen würde, dann ja, würden die Post-it nicht mehr ihren Zweck erfüllen. Sie erfüllen schon jetzt nicht mehr wirklich ihren Zweck, aber ja. Das habe ich noch vor mir. Oh mein Gott. Dann ist diese epische Reihe vorbei. Ich gehe jetzt schlafen. Bis morgen. Ich melde mich auch mal wieder. Ich bin jetzt...
hier, also den kleineren Teil habe ich gelesen. Ich bin jetzt auf Seite 375 und es ist wieder so wie bei den vorherigen Teilen. Ich lese extrem langsam. Dieses Ding ist noch kleiner geschrieben als die anderen Teile und irgendwie will ich auch nicht wirklich, dass es vorbei ist. Das kann mir halt auch ein Grund sein, warum ich so langsam lese. Also verglichen mit meinem anderen Lesetempo ist es langsam, aber ich will einfach auch nicht, dass es vorbei ist. Und zurzeit ist es eine sehr traurige Stimmung und ich habe die ganze Zeit so Tränen in den Augen, obwohl gerade etwas richtig Tolles passiert ist. Es ist halt trotzdem so dieses Düstere da und man kann sich nicht wirklich freuen, weil es ist zwar schon was Tolles passiert, aber da ist halt so dieses Düstere, diese Finsternis und irgendwie ist die ganze Sache aussichtslos und ich bin echt gespannt, wie die das hinkriegen wollen, weil das ist total am Arsch, Mann. Und ich lieb's wieder. Sieht man vielleicht? Ja, ich lieb dieses Buch wieder. Diese Bücher kann ich nicht ohne meine Marker lesen. Das geht nicht. Zurzeit ist es einfach gerade eine sehr traurige Stimmung. Es ist einfach wieder episch und was alles in diesem Buch passiert. Ich bin noch nicht mal in der Hälfte und es ist schon so viel passiert. Und ich denke mir so, oh mein Gott. Ich werde jetzt weiterlesen. Ich muss weiterlesen, weil es ist einfach so genial. Und oh mein Gott. Es ist so gut. Ich wollte eigentlich wieder mal früher schlafen gehen, um meinen Schlafrhythmus wieder so in den Griff zu kriegen. Wer hockt jetzt trotzdem um 2 Uhr morgens hier? Ich habe mit einem der besten Bücher in meinen Geburtstag reingefeiert. Und zwar bin ich jetzt offiziell 20 Jahre alt. Eigentlich 5, weil es ist erstmal ein 5. richtiger Geburtstag. Und ich bin auf Seite 472 in Throne of Glass 7. Und es ist ungefähr die Hälfte, ungefähr die Hälfte ist es. Wie diese Frau es schafft, mich in einem Moment zu schockieren und zum Verzweifeln zu bringen und zum Heulen zu bringen. Und 5 Seiten später lache ich mich kaputt wegen diesen Charakteren. Und diese Frau ist, oh, sie ist einfach so gut. Sie ist einfach so gut. Und einfach, was bisher schon alles passiert ist. Ich bin in der Hälfte. Und es ist so episch und es ist so geil. Und ich liebe dieses Buch. Und ja, es ist Halbzeit in Throne of Glass 7. Und ich liebe dieses Buch. Und jetzt werde ich schlafen gehen. Weil mein Schlafrhythmus... Wir reden nicht mehr über meinen Schlafrhythmus. Throne of Glass hat mir meinen Schlafrhythmus kaputt gemacht. Ich gehe jetzt schlafen. Es ist mittlerweile Sonntag, der 1. März. Ich bin hier in Throne of Glass 7 und ich habe gerade eine der nervenauftreibendsten Szenen gelesen, die ich je gelesen habe. Und diese Szene ging ungefähr so 70 Seiten. Also ich saß 70 Seiten wie auf Nägeln auf diesem Sessel und habe dieses Buch angestarrt und mir gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt habe ich diese Szene. Diese Szene ist noch nicht wirklich fertig. Aber Sarah J. Maas macht das so. Ab Band 3 wechseln die Sichten in den Kapiteln immer wieder. Und Sarah J. Maas ist so eine Sadistin. Sie endet das Kapitel von einer Personengruppe. Und dann wechselt sie zu einer anderen Personengruppe. Obwohl die andere Personengruppe gerade mitten im Geschehen ist. Und das ist jetzt genau hier. Diese nervenauftreibende Szene ist noch nicht fertig. Und sie wechselt einfach die Personengruppe. Und ich denke mir so, Sarah J. Maas, nein. Es ist wirklich so... Ich habe diese Seiten gelesen und es ist erstens mal dermaßen spannend geschrieben, zweitens so episch geschrieben und drittens, ich hatte durchgehend Angst. Ich hatte durchgehend Angst um meine Babys und es ist immer noch nicht vorbei. Es ist immer noch nicht vorbei allgemein. Es ist der letzte Teil der Reihe. Ich habe so das Gefühl, dass hier drin Leute sterben werden. Also es sind schon sehr viele Leute gestorben, aber ich habe so das Gefühl, dass so auch vielleicht Protagonisten oder so sterben werden und ich habe Angst, Mann. Diese Frau macht mich fertig, ganz ehrlich, sie macht mich fertig. Und in diesem Buch ist es auch so, im einen Moment habe ich Angst, im anderen Moment bin ich traurig, im nächsten Moment bin ich glücklich, im übernächsten Moment kriege ich mich vor Lachen kaum ein und dieses Buch ist einfach so episch, es ist einfach so gut, es ist einfach so episch und oh mein Gott. Und ich hatte gestern ja Geburtstag und ich habe gestern ein Regal bekommen und eigentlich wollte ich dort meine Queen-Bücher reinmachen. Aber diese 50 Queen-Bücher hatten keinen Platz und deshalb ist dieses Regal jetzt so der Sarah J. Maas Schrein und ich zeige euch dieses Regal jetzt kurz. Oh mein Gott, ich liebe dieses Regal. Ja, das sind so meine Sarah J. Maas Bücher drauf. Hier ist A Court of Wings and Ruin auf
Englisch und dieses Buch habe ich mal so ein bisschen dekoriert. Hier sind Band 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die Vorgeschichten von Throne of Glass auf Deutsch. Dann ist das hier das nächste Regalbrett. Hier sind A Court of Thorns and Roses, A Court of Mist and Fury und A Court of Wings and Ruin. Das ist das Reich der Sieben Höfe auf Englisch. Dann ist hier A Court of Frost and Starlight. Das ist der vierte Teil. Ist nicht ein vierter Teil. Das ist so dieser Zwischenteil, also der hier. Auf Englisch. Dann ist hier das Reich der Sieben Höfe 1 auf Deutsch. Hier ist das Reich der Sieben Höfe 2 auf Deutsch. Hier sind diese Fanbücher. Hier ist das Throne of Glass Fanbuch auf Deutsch. Das Reich der Sieben Höfe Fanbuch auf Deutsch. Und hier ist noch A Court of Thorns and Roses Coloring Book auf Englisch. Das ist genau das gleiche wie das hier. Und hier ist ein Kartenspiel. Und hier sind auch diese Fanart-Karten drin. Also falls ihr euch fragt, von wo ich die habe, die sind hier drin. Und dann das unterste Regalbrett. Hier sind A Court of Thorns and Roses und Throne of Glass, die Collector's Editions. Hier ist das Reich der Sieben Höfe 3 auf Deutsch. Und hier sind die englischen Throne of Glass Bücher, also Band 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und die Kurzgeschichtensammlung, hier fehlt eben noch Band 7, dieses wunderschön goldene Buch. Und ja, so sieht mein Sarah J. Maas Regal aus. Und jetzt werde ich mich wieder in meinen Sessel begeben und dieses Buch weiterlesen. Dieses Buch ist einfach so gut. Ich bin gerade wieder bei einem der Momente, wo ich sehr glücklich bin. Oh, ich habe jetzt gerade was richtig Schönes gelesen. Ich habe so lange darauf gewartet und ich liebe es einfach. Ich liebe es einfach und ich muss jemanden betrauern. Und zwar wieder ein Leuchtstift. Und zwar ist es wieder der blaue. Wieder der blaue Leuchtstift. Ich habe, glaube ich, vor anderthalb Wochen habe ich erst gerade einen neuen blauen Leuchtstift angefangen. Und jetzt muss ich schon wieder einen neuen anfangen, weil der andere wieder leer ist. Liegt vielleicht auch daran, dass Blau für geniale Rowan, Adian, Kael, Dorian, Lorcan, Fenris, Gabriel und Sartag-Momente steht. Dritter Stift. Ich liebe dieses Buch. Ich werde jetzt weiterlesen und ich habe jetzt noch 470 Seiten von 1099. Das ist nicht mehr viel. Ich erkläre euch jetzt mal, wie das mit Throne of Glass so ist. Nach dem ersten Teil denkt man sich schon so, okay, Throne of Glass ist richtig gut. Nach dem zweiten Teil denkt man sich so, okay, Throne of Glass ist richtig episch. Und dann kommt der dritte Teil und dann denkt man so, ich habe gedacht, der zweite Teil ist episch. Nein, der dritte Teil ist episch. Und dann kommt der vierte Teil und man denkt, okay. Okay, Sarah J. Maas will da wohl jemandem was beweisen, ne? Dann kommt der fünfte Teil. Dann kommt das Ende vom fünften Teil und man denkt so, also epischer als das geht's jetzt nicht. Okay, epischer als das geht nicht. Dann kommt der sechste Teil, der ist so ein bisschen ruhiger. Aber im sechsten Teil kommen auch so Dinge raus, wo man sich so denkt, bitte was? Und dann kommt dieses Ding hier. Dann kommt der siebte Teil. Und man denkt sich schon so am Anfang, okay, Sarah J. Maas hat bewiesen, es geht epischer als der fünfte Teil. Aber jetzt geht's nicht noch epischer. Ja doch. Was Sarah J. Maas hier alles raushaut. Was? Ich habe jetzt noch 350 Seiten. Es wird einfach mit jeder Seite, die ich lese, noch epischer. Und man denkt einfach nicht, dass das geht. Ich weiß nicht, wann ich mich zuletzt gemeldet habe, keine Ahnung. Ich habe allgemein so den Überblick, was diesen Vlog angeht, verloren. Ich weiß nicht, wie lang dieser Vlog gehen wird. Ich weiß nicht, was ich in diesem Vlog gesagt habe. Ich habe keine Ahnung. Aber einfach so auf den letzten Seiten, die ich seit dem letzten Update gelesen habe. Ich glaube, beim letzten Update habe ich gesagt, dass ich gerade eine der nervenauftreibendsten Szenen überhaupt gelesen habe. Es geht nervenauftreibend weiter. Es war jetzt nervenauftreibend und so Wow-Momente. Ganz viele Wow-Momente. Und Charaktere tun Dinge, die erwartet man einfach nicht von diesen Charakteren. Und ich sitze vor diesem Buch. Und denke mir die ganze Zeit einfach nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich weiß, dass jetzt noch so viele oh mein Gott Momente kommen werden und so viele wow Momente werden noch kommen. Und es werden, glaube ich, auch noch so Momente kommen, wo ich einfach das Buch schließen muss und an die Wand starre. Also es gab es in der ganzen Reihe immer wieder mal so Szenen, da musste ich einfach das Buch zumachen und die Wand anstarren und einfach wieder mal auf mein Leben klarkommen. Jetzt habe ich auch gerade wieder so eine Szene gelesen, ich musste das Buch zumachen und einfach an die Wand starren und einfach mal so sacken lassen, was gerade passiert ist. Weil ein Charakter, von dem ich es nie erwartet hätte, okay, das ist jetzt gelogen. Im Laufe der Geschichte hat sich dieser Charakter so dermaßen entwickelt, aber ein Charakter, von dem ich es schon irgendwie erwartet habe, aber irgendwie auch nicht, hat jetzt gerade was gemacht. Oh mein Gott. Also ja, dieses Buch schockiert mich. Dieses Buch ist überwältigend.
Was ich an Throne of Glass auch so faszinierend finde, ist diese Reise aus der dritten Perspektive geschrieben. Und wie Sarah J. Maas diese Perspektive für sich nutzt. Nicht nur durch die Beschreibung von den Charakteren und so, sondern auch sie schafft es, dass die Charaktere durch diese Erzählweise Geheimnisse vor dem Leser haben. Also man liest aus der Sicht von dieser Person, aber diese Person schafft es trotzdem, Geheimnisse vor dem Leser zu haben. Es ist einfach so krass, wie Sarah J. Maas diese Erzählweise, diese Perspektive für sich nutzt. Ich bin einfach durchgehend geschockt bei diesem Buch. Durchgehend. Und ab dem dritten Teil gibt es ja auch verschiedene Schauplätze. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erklärt. Ich weiß es nicht. Und mit jedem Band steigert sich einfach dieses Sadistische, was Sarah J. Maas hat. Also bei einem Schauplatz passiert was und dann ist man so mitten im Geschehen oder es hat einen Cliffhanger. Und dann denkt sich Sarah J. Maas, okay, wir gehen jetzt zu einem anderen Schauplatz. Für ungefähr 60 Seiten. Und ich denke mir so, Mann, was? Also Sarah J. Maas hat schon so eine sadistische Ader in sich. Und ja, ich lieb's. Ich verfluche sie, aber ich liebe es trotzdem. Ich bin echt gespannt, wie das Ende von diesem Buch wird. Und irgendwie will ich nicht, dass es vorbei ist, weil ich habe mich jetzt schon daran gewöhnt, dass diese Charaktere halt einfach immer bei mir sind. Und es wird komisch sein, wenn ich kein Buch mehr habe in dieser Reihe. Ich werde jetzt mal weiterlesen und ich werde mich irgendwann wieder mal melden. Ich habe gerade was gelesen. Sarah J. Maas macht mich einfach jedes Mal fertig. Das meint sie einfach nicht ernst. Das kann sie doch jetzt nicht ernst meinen. Einfach nein. Kann sie nicht einfach aufhören, mir das Herz zu brechen, ganz ehrlich. Ich bin noch nicht mehr am Ende und ich bin schon am Ende mit meinen Nerven. Und kann sie doch einfach nicht machen. Sie macht einfach weiter. Ja, ist okay. Sie macht einfach weiter. Ist ja nicht so, als würde ich sowieso schon auf dem Boden liegen. Nein. Ja, okay. Mein Herz blutet schon, aber ist okay, Sarah J. Maas. Mach weiter. Ich weiß schon wieder. Aber diesmal aus Freude. Ich glaube, ich werde die letzten Zeiten einfach nur noch heulen verbringen und meine Brille läuft an. Das ist super. Das ist okay. Sarah J. Maas macht mich einfach fertig. Ich bin jetzt auf Seite 870 in Throne of Glass 7. Das heißt, es sind noch 230 Seiten. Eigentlich wollte ich heute ja nur bis Seite 1000 lesen. Aber ich merke, ich habe die letzten, keine Ahnung, die letzten 70 Seiten durchgeholt. Okay, ich habe die letzten 70 Seiten durchgeholt. Ich könnte jetzt schon wieder anfangen zu heulen. Ich habe jetzt so den Entschluss für mich gefasst. Ich werde dieses Ding heute fertig lesen. Und wenn es 3 Uhr morgens wird, es ist mir sowas von egal. Ich spüre das, dass ich nicht aufhören kann, das zu lesen. Und das war eine bescheuerte Idee, auf Seite 1000 aufhören zu wollen. Und ja, es ist jetzt 7:30. Ich habe noch 230 Seiten. Ich krieg das hin. Ich will es irgendwie fertig lesen, aber irgendwie will ich es auch noch nicht fertig lesen, weil dann ist es vorbei. Ich werde Throne of Glass 7 jetzt fertig lesen. Ich bin hier. Und ein nervliches Frau. Ich liege schon auf dem Boden und meine Brille ist wieder angelaufen. Und Sarah J. Maas tritt einfach die ganze Zeit nach. Nein! Ich habe gerade die Szene gelesen. Den einzigen Rat, den ich euch jetzt gebe. Lest verdammt nochmal das Reich der 7 Höfe, bevor ihr den 7. Teil. Lest es einfach. Lest es einfach. Fragt nicht. Lest es einfach. Das ist jetzt kein Rat mehr, okay? Das ist kein Rat von mir. Das ist ein Befehl. Lest das Reich der 7 Höfe, bevor ihr Throne of Glass 7 lest. Ich komme gerade nicht auf mein Leben klar. Ich habe gerade sehr lange mein Regal angestarrt. Sehr lange. Ich sag nur, ich habe gerade diese Szene gelesen. Diese Szene. Jeder, der den 7. Teil gelesen hat, weiß, welche Szene ich meine. Ich habe jetzt noch 200 Seiten und dann ist es vorbei. Lest einfach das Reich der 7 Höfe vor, Band 7. Lest es einfach. Lest es einfach. Ihr müsst keine Fragen stellen. Vertraut mir einfach in diesem Punkt. Ich werde jetzt noch eine Runde mein Regal anstarren und dann werde ich weiterlesen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Angst vor den letzten 200. Ich habe wirklich Angst vor den letzten 200 Seiten. Und ich werde jetzt die letzten Seiten in Throne of Glass lesen. Oh mein Gott. Ich bin gerade ein emotionales Häufchen Elend. Und die letzte halbe Seite von Throne of Glass. Wenn ich diese halbe Seite gelesen habe, dann ist es vorbei.
Es ist erst 3 Uhr morgens. Ich hab voll auf das beendet. Und ich komme nicht auf mein Leben klar. Das Einzige, was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass es ein episches und geniales und unglaublich würdiges Ende von dieser Reihe ist. Ich muss erstmal drauf klarkommen, dass es vorbei ist. Ich schneide gerade den Throne of Glass Vlog und merke, dass ich nie ein Outro gefilmt habe. Also hier ist das Outro. Ich glaube, mittlerweile hat man gemerkt, dass ich diese Reihe liebe und dass sie mich zerstört hat und glücklich gemacht hat. Und lest alle Throne of Glass, weil Throne of Glass ist einfach nur episch und genial. Und ja, das war das Video, in dem ich Throne of Glass hintereinander die ganze Reihe weggesuchtet habe. Und schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, ob ihr Throne of Glass schon gelesen habt und wenn ja, wie ihr es gefunden habt. Und ich hoffe jedes Mal, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!